Ahoi, liebe Leute, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Tomb Raider. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ich höre mich jetzt mittlerweile schon wieder ein bisschen besser an. Klein wenig habe ich noch Nachwehen, aber das sollte besser sein. Und wir machen mal hier weiter. Ich probiere mal, ich hoffe, das klappt mit dieser Aufnahme hier, etwas ganz Neues. Und zwar nehme ich mal eine andere Qualität auf. Wenn ihr Bock drauf habt, lasst mir doch gerne mal einen Kommentar drunter da, wie ihr das findet. Was ihr sagt zu der Qualität hier, ob ihr sagt, oh, die andere hat mir besser gefallen bis jetzt oder das hier ist besser. Schauen wir mal, weil bis jetzt habe ich außer OBS noch kein anderes Aufnahmeprogramm. Und deshalb spiele ich da immer noch ein bisschen, zwei von drei Teilen gefunden, Schrotflinte, sehr gut. Deswegen spiele ich da immer noch ein bisschen rum und hin und her mit den Aufnahmeprogramm. Und wäre cool, wenn ihr mir einfach mal ein Feedback gibt und ab und an mal sagt, jo, da ist die Qualität nicht gut oder dort sieht das und das nicht gut aus, da muss ich dann dran rumschrauben. Das sollte mein PC ja nun locker schaffen. Und deswegen lesen wir jetzt erstmal das Buch. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Grimm scheint auch einer der alten Kameraden zu sein, die schon damals auch mit Laras Vater unterwegs waren. Anhand dieser Schrift, die wir da jetzt gerade bekommen haben. Das ist schon echt krass, was die scheinbar schon alles erlebt haben. So, was haben wir hier? In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Okay. Cool, cool. Und heute tragen die Männer eigentlich meist alles in den Hosentaschen, zumindest. Ist das bei mir so? Ich trage eigentlich fast alles, was ich so dabei habe, in meinen Hosentaschen. Hm. Geldbeute und Schlüssel an der Kette in der einen und mein Handy in der anderen. Weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr da noch das extra wegsteckt. Oh, Gegner. Oh, verdammt drüber. Okay, das war gut. Das war sehr gut sogar. Oh. Na komm her. Testen wir mal, wie unser Skill funktioniert. Zack. Autsch! Holy moly. Oh, da habe ich daneben geschossen. Okay, der hat uns nicht getroffen. Oder war ich daneben? Sehr gut. Okay, das mit dem Bogen funktioniert echt gut, muss ich sagen. Also, man kann halt sehr, sehr ruhig zielen. Das ist halt wirklich vorteilhaft. Man hat vor allem keine... In der Luft ist man halt sehr, sehr stabil mit dem Bogen, finde ich. In der Luft? Nee, das meinte ich nicht. Man ist halt sehr stabil hinter den ganzen Barrikaden und allem. Ist natürlich schwierig und keine Lösung, wenn man natürlich jetzt viele Gegner haben. Oh, verdammt. Ich habe mich gerade am Ohr gekratzt. Aber so ist der Bogen schon echt ein Segen. Das muss man schon mal so sagen. Das wird man ja wohl so mal noch sagen dürfen. So. Einmal hier hoch. Was haben wir hier? Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet.
Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit. Mit ihr, diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich tue alles, um zu überleben. Tja, klug sollen sie nicht sein. Klar, sonst würden sie ihm nicht folgen. Wahrscheinlich. So, was haben wir hier? Aber arbeiten natürlich, das sollen sie. Wo kommen wir da hin? Da drüber müssen wir dann auch noch, aber wir haben ja eh noch einiges zu erkunden, denke ich. So. Da drüben müssen wir noch hin. Da hinten ist ein Schwein. Hallo, ein Schwein. Ich wollte mal schauen. Ui! Sechs Lager? Okay, die ist natürlich hier hinten auch noch ein bisschen größer, klar. Und trotzdem, sechs Lager. 5 Dokumente, 7 Reliquien, 15 Geocaches, wir haben noch keins. 2 Gräber, 4x Schalldämpfer, 5x zur Ruhe gebettet. Okay, wir haben hier noch zu tun. Warte mal, wenn ich mich recht entsinne. Genau. Okay. Denn das müsste... Genau, zur Ruhe gebettet sein. Und das andere? Also wir sind jetzt hier quasi wieder, um das mal ganz kurz zu erklären. Wir sind jetzt hier fast wieder auf dem Stand, auf dem ich war. Ein kleines Stückchen weiter war ich noch, aber... Ganz basically müsste das hier ungefähr das sein, was ich hatte. Geheimes Grab in der Nähe. Okay. Oh Leute, er ist nicht tot. Okay. Oh, verdammt. Scheiß auf Kopfschüsse, stirb einfach. Wo ist das Teil? Ach, hier. Oh, ich hab's vorhin gar nicht gesehen. Okay. Ich wusste natürlich, was hier kommt, aber... 1 von 3 Teilen gefunden, Gewehr. Noch eine Opferung. Mein Gott. Was treibt sie bloß dazu? Ja, was sie wohl dazu treibt, ist wahrscheinlich der... Wahn, endlich von der Insel hier runterzukommen. Mehr wird das nicht sein und... Wir haben hier schon wieder ein unheimliches Blutbad angerichtet, ne? Aber wir kriegen natürlich damit auch unheimlich viele Erfahrungspunkte. Warum ziehe ich mich hier drüber? Wir können auch so hier rein. So, das brauchen wir nicht. Dann... 1... Was haben wir hier? Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Wer kennt's nicht? Made in China hat sich zu einer unheimlich riesigen Marke entwickelt, die einen unheimlich schlechten Ruf hat. Das kann man so sagen. Obwohl man gleichzeitig sagen muss, dass zum Beispiel... Wenn wir jetzt die Energiewende und alles betrachten, die Chinesen wahrscheinlich mit das Volk sind, was am weitesten vorne ist. Ein Geocache haben wir schon mal gefunden. Da sollte man die Chinesen echt nicht abschreiben. Also, die sind da nochmal ein ganzes Stückchen weiter vorn. Ein Mitbewohner von mir hatte mir das mal erzählt. Eine Stadt, in der man relativ schnell Baugenehmigungen für alles Mögliche erhält. Wo sich natürlich junge Architekten die ganze Zeit ausprobieren und die ganze Zeit einfach frei rumexperimentieren, einfach so krasse Sachen entstehen.
Wo wir uns einfach denken, what the fuck, was passiert da so? Oh, dahinter wollen wir gar nicht. Genau, was passiert da? Was machen die dort? Aber das ist einfach, es wird einfach den Leuten, die Ideen haben, der Spielraum dafür gegeben. Was ich übrigens sehr, sehr cool finde. Also, klar, man kann China für einiges, oder was heißt man muss sogar China für einiges echt anprangern. Politisch und andere Sachen. Und auch einige wirtschaftliche Entscheidungen. Aber sowas finde ich grundsätzlich erstmal ziemlich cool. Dass man da den jungen Köpfen, die unheimlich viele Ideen haben, echt auch mal ein bisschen freie Bahn lässt und sie nicht unnötig einschränkt. Oh, halt einmal. Nein, ich wollte nach oben, verdammt. Das finde ich schon sehr, sehr cool. Aber allgemein, die Marke Made in China leidet natürlich unter einem unheimlichen... Ja, naja, klar, wir kennen das alle als Billigmarke, ne? Also, das müssen wir auch nicht absprechen. Da wird auch viel gefälscht, viel nachgemacht. Zum Teil ja ganze Städte, die nachgemacht werden. Oh, hier haben wir noch eins. Sehr cool. Weiß gar nicht mehr, so eine bayerische Kleinstadt. Ich wollte eigentlich hier hoch. Ich suche die ganze Zeit nach einem Weg da hoch. Wie viel ist hier einzuschießen? What the fuck? Die ganzen sind eine ganze bayerische Kleinstadt irgendwie als Innenstadt irgendwie nachgebaut für eine ganz große chinesische Stadt. Ich weiß nicht mehr genau welche, aber das hatte ich mal gehört. Würde mich jetzt gerade mal interessieren, ob das wirklich wahr ist. Weil wenn, dann ist das schon ziemlich krass. Aber würde ich denen auf jeden Fall zutrauen, also. So, wir schießen uns hier unseren Weg mal durch. Ich bin die ganze Zeit schon mal am Suchen nach noch allem Möglichen. Karte aktualisiert. Ach ja, wir hatten jetzt diesen einen Spell, der uns zeigt, wo alles ist. Und hier drunter scheint tatsächlich noch was zu sein. Ja, guten Morgen. Ah, hier. So. Noch eine Jade-Figur aus der Ming-Dynastie. Aber die hier sieht echt aus. Das Kupfer oder was ähnliches, so grünlich, ne? Dieser Kupfer, der sich mit nach einer Weile Verwitterung einfach grün färbt. Cool, cool. So, jetzt ist natürlich die Frage. Gehen wir jetzt hier nochmal einzeln alles durch? Oder ich würde eigentlich sagen, wir machen erstmal weiter. Weil sonst schaffen wir nämlich in der Folge gar nichts. Und schauen dann die nächsten Folgen mal. Wir sind ja bestimmt noch ein bisschen hier in der Barackenstadt. Weil wir scheinen ja erst den ersten Teil hier entdeckt zu haben. Wie sind wir überhaupt... Ach, hier, Bergheim sind wir hier hingekommen. Hier scheint ja noch ein ganzes Stückchen zu sein. Deshalb denke ich, machen wir erstmal weiter. Wir können auch noch in den nächsten Episoden dann ein wenig... vielleicht erkunden. Denn wir kriegen ja vielleicht auch noch... Okay. Alles klar. Ja, aber auch nicht. Okay. Nahkampfkills bringen extra Erfahrung. So, machen wir noch ein. Da oben. Hallo? So. Hui, ich war gerade noch mitten im Reden. Da hat man mich doch hier ganz dreist unterbrochen. Okay, der fackelt noch ein bisschen. Der fackelt nicht lang. Ha, 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 ha. Nee? Nee, okay. Okay, das heißt wieder richtig viel Bergungsglück für uns. Oh, eigentlich liebe ich solche Szenen. Einfach nur, weil wir eigentlich immer ganz gut durchkommen.
Da hätten wir wahrscheinlich den Schwierigkeitsgrad, wenn es rein um das geht, noch ein bisschen nach oben drehen können. Das hätte uns wahrscheinlich nicht mal schlecht getan. Hätten wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Bergungsglück bekommen. Aber was soll's. Haben wir hier noch? Hier hinten lagen auf jeden Fall noch welche. Oder sind die Leichen? Okay, die sind despawned. Jetzt gucke ich doch noch mal ganz kurz hier auf den Balkonen. Ob hier noch was liegt. Aber ich glaube, hier waren wir schon. Aber hier ist noch Munition. Genau, die können wir ganz gut gebrauchen. Jetzt sind wir, glaube ich, voll. Ich lade mal alles nach. Oder... Ach ja, hat sich schon nachgeladen. Sehr gut. Alles klar. Na dann, würde ich sagen, machen wir hier mal weiter. Ich brauche hier den Feuerpfeil. Ach so, hier hinten war ja noch... Das wollte ich vorhin noch machen. Hier hinten war da noch eins, genau dort. Und weg mit dir. Zacka! 2 von 5. Sehr gut. So, dann kurbeln wir hier mal eine Runde. Na, komm schon. Sehr gut. Altes Tor. 2. Lager gefunden. Von 5. Okay, okay. Die Stadt wird noch größer. Alles klar. Wir werden noch einiges erleben. Ja, bevor ich jetzt da runtergehe, das sieht aus wie so eine kleine Arena. Deshalb würde ich sagen, wir haben schon wieder 660 Bergungsgut. Raste aus, wird das, geht das schnell. Erhöht die Schussfrequenz. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Und was war das? 400. Alternativer Feuermodus. Ja, okay. Ihr wisst ja, wie ich zu Feuermodi stehe. Das brauchen wir nicht unbedingt. Was ist los? Wahrscheinlich ist die Kacke am Dampfen. Hier kommen wir nicht wieder rauf, ne? Egal, was soll's. Wie können die so leben? Verzweiflung. Pure Verzweiflung. Nichts anderes ist das. Oh mein Gott. Mann. Kann ich dir irgendwie helfen? Oh. Ich denke, du kommst klar. Okay, schon wieder. Okay, rechnet mit wenig Headshots. Aber... Oh, okay. Das war doch ein Headshot. Achso, wow. Sehr gut, dass ich keine Kontrolle darüber hatte. Oh, verdammt. Habe ich überhaupt noch Munition? Ich sehe ihn nicht, verdammt. Okay, den habe ich gut erwischt. Oh, verdammt. Fuck, ja. Na komm. Na komm. Friss das, verdammt. Autsch. Na komm. So, wo ist er?
Okay. Lara, jetzt doch! Gerade so! Wo sind die anderen? Immer noch eingesperrt, aber ich weiß wo. Komm rauf, dann holen wir sie da raus. Von hier aus komme ich nicht rauf. Verdammt! Aber die haben ja eine Anlage zur Frachtbeförderung. Vielleicht kommst du ja damit über die andere Seite. Okay, schon unterwegs. Klingt ja super. Genauso wie das hier auf jeden Fall super aussieht. Aber wieder mal unheimlich viel Bergungsgut für uns. Da überlege ich mir immer, wie es wäre, wenn es jetzt diesen Combo-Geber aus Masonic gespielt. Nicht Sonic, Rayman, genau. Da gibt es so ein Combo Ding aus Rayman, wenn du was eingesammelt. Ich weiß gar nicht mehr, wie genau das war. Irgendwie, wenn du was eingesammelt hast, da ist ein Geocache. Du hast irgendwie eine Münze oder irgendwas eingesammelt. Und wenn du das gemacht hast. Komm schon, jetzt aber. Wenn du das gemacht hast, hast du Punkte bekommen. Und wenn du dann immer wieder was eingesammelt hast und immer wieder und immer wieder, dann hast du halt so ein Combo-Teil aufgefüllt, was halt nach und nach dann auch den Kontostand, keine Ahnung, gefüllt hat. Und wenn das hier auch sowas gäbe, dann Prost Mahlzeit. So, drücken Sie mal mit E zum Aufstellen. Ach! Schalldämpfer. Okay, cool. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Wir sind jetzt nämlich an dem Punkt, an dem ich das letzte Mal auch war. Soweit war ich und hier habe ich dann Ende gemacht und ich werde jetzt auch mir hier was suchen, um Ende zu machen. Ich schau mal kurz. Was gab's denn hier noch? Hier gab's noch irgendwas. Schon letztes Mal, glaube ich, hier drüben gewesen und mich gefragt, warum würde man diesen Ort hier einbauen? Nee, nee, du kannst dich ruhig runterlassen. Hallo. Ohne hier was hinzulegen. Und ich glaube, hier hinten war noch. Ja, das hier war noch. Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz, aber dieser besteht aus Messing. Stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Vielleicht was Teureres dann? Ah, schönes Muster. Sehr, sehr cool. Schauen wir noch um irgendwelche versteckten Informationen, wenn das hier steht. Da erzählt sie uns immer noch was. Aber manchmal ist das nicht so einfach, da was zu finden. Denn mir fällt auch hier partout nichts auf, was ungewöhnlich wäre. Ja gut, das bringt uns jetzt nicht um, denke ich. Dann belassen wir es dabei. So. Schauen wir noch, was hier hinten ist. Und dann würde ich sagen, würde ich auch langsam die Folge beenden. Ich glaube, die ist schon wieder ziemlich lang. Die Folge. Okay. Also nichts hier hinten. Und dann gucken wir mal in der nächsten Episode weiter. Was sonst noch so ist. Da hinten ist noch ein Geocache. Das will ich natürlich mitnehmen. Hier ist noch eine schöne große Truhe. Hallo? Das klingt natürlich super. So, zacka. 65. Ganz gut. Aus dem Weg, ich bin Arzt. Aus dem Arzt, ich bin Weg. Ist hier oben drauf noch was? Hier irgendwo hin? Nee, das wäre natürlich cool. So ein kleiner versteckter Raum. Aber na gut. So, dann mal hier nach oben. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein Lager zu finden. Sehr gut. Ich glaube, wir haben nämlich gar keine Munition mehr. Ach doch, wir haben noch Munition. Ich hatte nämlich vor dem Kampf das Gefühl, dass uns die ganze Munition dafür ausgegangen ist. Aber scheinbar kam es mir. Ich habe nichts gemacht. Hä? Okay. Halt.
Und weg mit dir. Verdammt, ich wollte eigentlich nur ein Lager. Das wird mir langsam hier schon ein bisschen zu viel Action. Wow! Wow, 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 wow. Ja. Okay. Die Musik hört noch nicht auf, obwohl wir eigentlich durch sind mit der Action. Vielleicht doch nicht. Hallo, ich war drauf. Verdammte Kacke. Ich muss mal meine Maussensibilität ein bisschen... Oh, verdammt. Gibt's zu, ihr wollt nichts anderes machen. So, na dann. Machen wir mal hier rüber. Oh! Habe ich euch langsam mal alle? Okay, scheint, als hätte ich es doch nicht alle. Geheimes Grab in der Nähe. Mann, das will ich eigentlich gar nicht machen. Ich will einfach nur ein Lager. Verdammt, mich noch eins. Das ist ja alles gut und schön. Aber, doch, wir haben ja ein Lager am geheimen Grab. Dann würde ich sagen, gehen wir doch in das Grab. Oh, hier gibt es einiges. Sehe ich gerade. 7 von 15. Oh, sehr cool. Das hier ist Belohnung, wie sonst was. 830. Holy moly, wir brauchen gerade irgendwie noch 400 oder so. Für das aktuelle. Da haben wir auf jeden Fall schon mal gespart, wenn wir unseren Bogen wieder upgraden und oder ähnliches. Ist das hier schon das geheime Grab? Holy, da drin ist viel Bergungsgut. Kann ich da reinschießen? Nein, kann ich... Ja, doch, kann ich. Ich muss mich nur klug genug anstellen. So, 2, 3. Da unten. So. Das ist ja cool. Kriegen wir ja richtig viel Bergungsgut. Das ist supi. Ich liebe das, wenn man entlohnt wird. Fürs letztendlich nichts tun. Können wir da irgendwie... Geht das? Ja? Nein? Hier? Ich sehe nichts. Okay, das haben wir auf jeden Fall. Dann vielleicht nochmal darüber. Oh, hier was? Nee. Okay. Und dann von hier können wir noch das abschießen. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Das stinkt nach Entlohnung, meine Freunde. 1050. Raste mal aus. Ich komme gerade irgendwie gar nicht klar. So, geheimes Grab in der Nähe. Wo war denn das? Müsste das nicht hier sein? Also, wie gesagt, wir sind jetzt genauso weit, wie ich weit war. Geheimes Grab in der Nähe. Kann ich das da aufschießen? Ne, das bringt mir nichts. Okay. Aber wo? Hier ist eine Mühle. Halt, das können wir so anzünden. Da muss ich keinen Pfeil für verschwenden. Okay, jetzt weiß ich, warum noch so viel zu holen war. Weil hier ist ja... Ach, dort. Und ein Lager direkt davor. Supi, dupi. Das passt mir ja perfekt. Das ist toll, das ist supi. Alles klar. Wow, haben wir jetzt viel gemacht. Setzen wir den Fähigkeitspunkt mal noch ein. Können wir schon hier hinten? Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Das ist cool.
Kletterkiste schneller fortbewegen, Schutzschäden zu vermeiden. Ja, den brauchen wir nicht unbedingt, denke ich. Hier können wir eh noch nicht weiter, wir brauchen noch zwei Ränge. Können wir denn hier noch was machen? Steinträger, um sie anfälliger für Angriffe zu machen. Naja, naja. So richtig? Tiere killen wir eh nicht wirklich. Verbessern sie ihre Kletterkünste. Haben wir hier noch was? Was ist das? Ach komm, machen wir das. Munitionsmenge klingt erstmal ganz gut. So. Und dann würde ich sagen... Halt, das wollte ich nicht. Ich wollte nochmal hier rein. Und dann machen wir mal hier voll. Volle Drossel. Und sonst haben wir jetzt erstmal alles gemacht, ne? Hier fehlt noch der Salvenmodus. Ach komm, wir haben so viel. Da können wir den jetzt auch mal mitnehmen. Komm schon. Gibt Schlimmeres. Dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir mal ein Like. Sorry, dass es vielleicht die Folge ein bisschen länger war. Aber ich denke, ihr seht mir das Ganze nach. Wir haben auch viel geschafft. Und ich denke mal, dann wird eine der nächsten Folgen erstmal eine Erkunderfolge sein. Denn ihr kennt mich, ich will hier so viel wie möglich mit rausnehmen, bevor wir hier noch weitergehen. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir wieder Tomb Raider spielen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl, bis zum nächsten Mal. Und ich bin damit fürs Erste raus.